Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Pile-Up-Glitch zeigen bei Cold War Zombies auf der Map Die Maschine. Und zwar könnt ihr hier nach dem Patch easy reingehen und eure Waffen leveln auf Hyrons gehen oder einfach Kristalle freischalten, sofern ihr noch nicht alles hochgelevelt habt. Das einzige, was ihr hierfür braucht, ist der Ätherschleier mindestens auf Stufe 3 und ich würde euch empfehlen, Jugger mitzunehmen und den Eselstritt-Perk, damit ihr hier immer Munition bekommt. Wenn ihr dann alles habt, was ihr braucht, dann müsst ihr in den Packer-Punch-Raum gehen, könnt ihr nochmal eure Waffen punchen und wenn ihr dann fertig seid, geht hier runter, am Fenster ist so ein Sicherungskasten, stellt euch so davor, wie ich es tue, danach schaut ihr Richtung Fenster und aktiviert euren Ätherschleier und ihr seid hier auf der anderen Seite. Jetzt müsst ihr den gleichen Weg laufen wie ich und zwar ist dann diese Kiste auf dem Boden und hier könnt ihr hochklettern. Und wenn ihr dann hier oben seid, könnt ihr euch zum Beispiel hier in die Ecke stellen, Leute, und die Zombies dann töten. Die werden dann hier vor euch kommen. Ihr seht dann die Beine. Natürlich sterben die dann nicht so schnell, weil ihr keine Headshots gibt. Aber rein theoretisch könnt ihr das dann so machen, dass ihr hier chillt. Und ich zeige euch jetzt noch meinen anderen Spot, der meiner Meinung nach auch viel besser ist. Ihr könnt ja auch den rasenden Wächter-Perk nehmen, damit ihr von der Barriere nicht stirbt, Leute. Lauft einfach denselben Weg wie ich. Hier komplett am Rand entlang. Hier könnt ihr einmal rüberklettern. Dann geht hier an diese Wand, Leute, und von hier aus könnt ihr auch nochmal rüberklettern. Und wenn ihr euch in diesen Generator hier stellt, dann versammeln sich die ganzen Zombies vor euch. Um das Video so kurz wie möglich zu halten, werde ich diesen Weg jetzt nicht noch einmal wiederholen. Falls euch das Ganze etwas zu schnell war, dann spult doch zurück, Leute, und senkt die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos, damit ihr das ganz in Ruhe nochmal seht. Wie ihr seht, versammeln sich jetzt die ganzen Zombies vor euch und wenn ihr Eselstritt dabei habt, mindestens auf Stufe 2, dann droppen die Zombies auch immer wieder Munition, die ihr aufheben könnt. Und so seid ihr auch nie out of ammo. So Leute, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr auf Hyrons gehen wollt, die Wunderwaffe mitnehmen mit dem Giftaufsatz und damit ihr auch ganz easy in Hyrons gehen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.